Na, willst du mitkommen und auch den einen oder anderen Tod riskieren? Sonst willst du mich immer zum Bauen kriegen und jetzt willst du mich wegjagen vom Bauen. Ja, du kannst ruhig auch noch den einen oder anderen Tod bekommen. Den kriege ich sicherlich noch. Ja. Spätestens wenn wir dich töten. Wenn wir zu dritt auf dich losgehen. Zu dritt? Wieso zu dritt? Na, ich, CO2, Justin. Justin ist das Kanonenfutter, der kriegt dann auch noch seine Tode. Und ich und CO2 prügeln auf dich ein. Oder schießen dich ab. Ehrlich, als CO2 mich schon gejagt hat. Ich hatte nur noch 4 Herzen, also ich halte nicht viel aus. Hier hält keiner viel aus. Nicht mal, wenn du eine richtig verzauberte Rüstung hast. So. Ich hab. Wie viel habe ich jetzt? 9, 18, 27, 28, 39, 32 Milcheimer dabei. Das wird ja, denke ich mal, reichen, um wenigstens den Boss zu legen, weil dann dürfte keine Abbaulähmung mehr vorhanden sein. Und in so einem Tempel sind ja auch noch Kisten versteckt, soweit ich weiß. Bin ich mal gespannt, weil ich die Schwämme, die brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Außer irgendjemand legt wieder von jemand anderem das Haus unter Wasser, dann machen die sich gut. Damit hatte ich aber nichts zu tun. Nee, nee, das war ja Justin bei CO2. Das wissen wir ja schon. Ich bin jetzt wieder bei der Insel, wo ich mir einen Baum geklaut habe. Da ist der Tempel irgendwo. Hm, da ist er. Das heißt, mal gucken, ob hier wirklich Kühe sind. Weil das Lustige ist, du kannst dir eine Kuh ins Boot setzen. Ach, geht das noch? Natürlich. Das ist ja so gewollt von Minecraft. Das ja, ich dachte, dass sie es irgendwann mal geändert haben. Nö, du kannst jedes mögliche Tier in ein Boot setzen. Damit du es eben auf lange Strecken über Wasser transportieren kannst. Und nicht so wie zwei gewisse Herren behaupten, es ist ein Bug. Steht sogar offiziell auf der Minecraft-Wiki so. Naja. Hä, wie? Ich hab's nie behauptet. Nee, nee, du bist doch auch kein Herr. Hat es dir zwei behauptet auch. Nein, das war zu einem ganz anderen Projekt. Ach, fängt es mit S an? Ja. Hey, das hat doch jeder gemacht. Ja, aber ich bin der Einzige, der dafür bestraft wurde. Weil zwei gewisse Herren gesagt haben, es wäre ja ein Bug. Bug-Using und hast du nicht gesehen. Wofür ich die Leute heute noch lynchen könnte, dass die so einen Scheiß erzählt haben. Jetzt habe ich ein Problem. Einmal, du musst mal ganz kurz aus der Hand. Du, die spawnst ja zum Glück nicht gleich. So, Kiste. Schnell mal ein paar Eimer safen hier. Die Tür und ein bisschen Dreck mitnehmen. Und das ist die nächste Abbaulähmung. Die juckt mich jetzt herzlich wenig. Das weg. Wasser dahin. Irgendwie bin ich nicht da, wo ich hin wollte in dem Teil. Ich wollte eigentlich zum Boss.
Dirt, 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 Dirt. So. Wow, jetzt habe ich mich rausgebaut. Voll in die falsche Richtung. Aber eigentlich war ich doch hier richtig. Das müsste doch der Bossraum sein. Es wird echt immer früh dunkel, ist schon wieder dunkel draußen. Ich habe bei mir auch schon die Jalousien zugemacht. Damit man auch die ganzen Geräusche von draußen hier hört. Hier, da ist er. Ich habe den Boss durch die Wand gesehen. Ich hab dich gesehen, du kleiner Lollek. Oh, ich könnte jaulen, ey. Das wird immer schlimmer mit der Abbaulähmung hier. Ein Eimer getrunken, gleich den nächsten reinpfeifen. Der ist jetzt unter mir. Der kleine Pisser. Da bist du. Jetzt muss ich das nur noch leer kriegen von dir. Wow, geh mir aus der Sichtluke, du Arsch. So, dann einmal hier weg. Jetzt muss ich mich hier seitlich ein bisschen nach drüben bauen. Kleiner verkackter Drecksarsch. Ah. Ich habe kein Dirt mehr. Komm, 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 komm. Das war falsch. Warum benutze ich nicht die Türen, ich Dulli? Komm, ich kämpfe jetzt gegen dich. So wirklich abhauen kannst. Und er ist down. Hab den Boss gelegt. Nice. Trotzdem schon wieder Abbaulähmung bekommen. Hä? Abbaulähmung kann jeder Kleine geben. Oh, wow. So eine Kacke. Aber die dürften jetzt eigentlich gar nicht mehr nachspawnen. Das weiß ich nicht. Weil ihr Anführer weg ist. Da ist eins im Boot gefangen. Okay. So. Tür, Tür. Hehe.
Oh, das ist Schwamm. Hab ich den? Nee. Jetzt habe ich ihn. Bitte. Da war der Boss einfach weg. So, hier noch und Wasser ist weg. Das dahin, so. Das hier noch weg. Das da weg. Das war gerade ein Fehler. Das war gerade ein Fehler. Ey, ernsthaft, ich habe einen Eimer getrunken und krieg sofort die Lähmung wieder. Gib mir die Türen. So. Ich bin bescheuert. Ich habe einen Schwamm, damit könnte ich eigentlich instant arbeiten. So, auf jeden Fall habe ich jetzt auch Platz geschaffen, dass man hier eine Kuh herbringen kann. Extra so einen Raum geklärt. Ich würde halt gerne den Raum mit den Schwämmen finden, weil damit könnte ich das Ding jetzt so komplett bereinigen. So. Axt hatte ich jetzt keine mit.
Nächster Raum wäre dann auch sauber. Ich habe natürlich nicht genug. Ich müsste mir meine Axt unbedingt mal holen, damit ich die Türen abbauen kann. Dann muss ich hier lang. Yay! Das da rein, das da rein, das, 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 das. Dahin, die Eimer da rein und die hier hin und ich habe meine Axt zu Hause gelassen, ich Stulli. Ich bin ein Held. So. Oh, leck mich am Arsch. Scheiß Abbaulähmung, ey. Die geht mir dann irgendwann auch richtig auf den Sack. Ey! So. Tada, ich hab's, ich hab's, ich hab's. So. Das können wir so wegmachen. So, der zweite Raum ist auch vom Wasser befreit. Ich brauche hier eine Kuh eindeutig. Ich brauche eine Kuh, ich brauche einen Ofen. Und ich brauche Brennmaterial, damit ich den Schwamm immer wieder leer machen kann vom Wasser. Und wer raus? Post. Ich habe ein Paket. Könnten Sie das entgegennehmen? Ja oder nein? Ja, ich habe es entgegengenommen. Die sah recht hübsch aus, also... Ja... Also nur deswegen. Ich hab die ja vorher nicht gesehen, also. Ja, bevor die hier stundenlang klingeln, die Post ist ja manchmal auch so drauf und klingelt 10.000 Mal bei einer Person. Mhm. Was auch richtig Abfuck ist. So, jetzt. Ich hab noch 7 Milcheimer. Einen muss ich gleich verballern. Weil ich komme noch mal nach Hause, bring erstmal das gute Zeug hier weg. Der Schwamm bleibt hier.
Das kommt mit, das kommt mit. Der kommt auch mit. Ich habe schon wieder was vergessen. Und ich darf meine Axt dann nicht vergessen. Jetzt sitzt natürlich, jetzt sitzen zwei so eine Viecher in meinem Boot. Ernsthaft? Ich krieg das Kotzen bei den Viechern. Da hinten ist mein anderes Boot. Das schaffe ich doch never heil bis dahin. Oder? Yay! Das heißt, es wird heute Abend definitiv nochmal klingeln. Wird wieder dieser möchtegern Idiot sein, der sich für was Besseres hält. Und irgendeine Familie, die ich nicht mehr kenne. Mann, Mann, Mann. So. Vor allem, wir haben Samstag 17.32 Uhr und die wünscht ihm noch ein schönes Wochenende. Das Wochenende ist schon fast vorbei. Trotzdem sagt man das. Ja. Außerdem noch ein schönes Wochenende heißt noch weiter ein schönes Wochenende. Naja, so schön wird's ohne mehr. Kann die ja nicht wissen. Heute mache ich nur noch aufnehmen und essen. Und morgen ist ja Videos schneiden. Kurz entspannen und dann Kinder entgegennehmen. 15 Uhr wieder? Mhm. Wenn du Lust hast, können wir ja nächste Woche noch mal Star Wars und Draft abends aufnehmen. Jupp. Wenn, auch wenn du die Zeit dazu hast. Sollte ich irgendwann finden. Naja, bei mir geht's auch erst ab 19 Uhr. Werde ich meinen Kindern wieder sagen, sie sollen leise sein. Ich will aufnehmen, dann klappt das auch mit denen. Ich muss hier rein. Jetzt habe ich fast die Einfahrt verpasst. Oh. Oh Mann. Ich komm, ich fahr zu meinem Haus, ich sehe nur Holzstämme stehen. Oh Gottchen. Könnt ihr euch jetzt mal verpieseln? Hast du immer noch die Probleme? Nö, ich bin gerade ein bisschen unterirdisch farm. Ich habe Probleme mit Silberfischen. Oh wow. Das ist ja meistens ein Anzeichen, dass dort Dings ist. Die Endfestung, ich weiß, aber ist nicht der Fall. Nee, es muss nicht immer sein. Spinne. So, ich brauche auf jeden Fall eine Axt. Da nehme ich aber eine Billow-Axt mit. Eine Kuh wollte ich mitnehmen. Ich klaue mir jetzt einfach mal 30 Kuh. Und der gebe ich einen Nametag, damit die nicht verschwindet. Einen müsste ich ja noch hier haben. Zwei. Der heißt Milchbubi. So, Abbaulähmung habe ich jetzt noch. Ein paar Sekunden. Das passt. Das Boot dahin. Die Leine dahin. Also du hast jetzt eine Kuh weniger im Stall. Ich gehe da mit einer Kuh hin. Die Leine brauche ich im Inventar. Das. Gut. Erstmal Folgenende. Rockstar, dance until I drop my love.